Leute, ich habe richtig, richtig gute Neuigkeiten in Sachen Apex Legends. Zumindest sollten wir alle, die so ein bisschen von Apex Legends gefrustet sind und vielleicht so ein bisschen die Schnauze voll haben, weil einfach viele Sachen nicht so funktionieren, wie sie sollten. Und das meine ich nicht negativ, sondern einfach die Hoffnung, Server, Matchmaking, Sounds und so weiter, dass da endlich mal was passiert. Ich habe sehr, sehr gute Neuigkeiten, dass wir vielleicht doch endlich rosige Zeiten, eine gute Zukunft für Apex Legends bekommen. Bevor ich darauf eingehe, Respawn hat sich nämlich zu Wort gemeldet. Ganz kurz zu meiner Wenigkeit, vielleicht wundert sich der ein oder andere, warum es in den letzten Tagen so wenig bis fast keine Apex Legends Videos, keine News gab. Ganz einfach, ich habe Bock, liegt aber nicht daran, dass ich keine Zeit habe, sondern einfach Apex Legends bietet zurzeit einfach keine Informationen. Es gibt keine Dataminer, die irgendwas Krasses geleakt haben, was wir nicht schon wissen. Das heißt, ich sitze quasi mehr oder minder auf dem Trockenen und kann ich einfach nicht mit irgendwelchen neuen Sachen beglücken. Ich hoffe, das ändert sich in den nächsten Tagen bald wieder, dass wir hier regelmäßig wieder Videos sehen können. Jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Thema. Apex hat sich nämlich gemeldet und hat verlauten lassen, dass sie in Wisconsin ein neues Entwicklerstudio für Apex Legends eröffnet haben. Das ist nicht in der Mache, sondern es ist tatsächlich schon passiert. Und die Leute, die dort arbeiten, arbeiten am Live-Dienst für Apex Legends. Das heißt, der Support wird wahrscheinlich endlich besser. Sie werden sich um Probleme kümmern und so weiter und so fort. Was wir da noch alles reininterpretieren können, habe ich absolut keine Ahnung, könnte eine Menge sein, könnte aber auch nichts heißen. Ich bin da noch ein bisschen skeptisch, aber alleine die Nachricht darüber zu berichten, dass ein drittes Entwicklerstudio für Apex Legends eröffnet wurde, macht schon mal Mut, dass vielleicht endlich Sachen angepackt werden und endlich was passiert. Und ganz unten im Text, wir glauben an Apex Legends als ein Franchise, dass es 10, 15 oder sogar mehrere Jahre darüber hinaus geben soll. Also der Plan ist ja dahin, die Aussage war vor einigen Monaten schon, dass unsere Kinder noch Apex Legends spielen sollen. Da wisst ihr, wie weit eigentlich geplant ist, und es wäre traurig, wenn das nicht passiert. Denn eine relativ aussagekräftige Umfrage, die ich vor 7 Tagen eröffnet habe, 4 Wochen Season 16, wie bewertet ihr den ganzen Spaß? 33% von über 700 Stimmen sagen tatsächlich kein Bock mehr. Ich kann es verstehen. Ich suche tatsächlich auch nach einem Ausweichspiel, weil für mich Apex Legends fast nicht mehr spielbar ist. Wer regelmäßig einschaltet, der merkt, dass ich zu 80-90% mit extremen Packet-Loss-Problemen, FPS-Drops und so weiter zu kämpfen habe. Ich habe Bock auf Apex Legends, versteht mich nicht falsch, wenn ich hier und da vielleicht mal ein bisschen was schlecht rede, aber ich finde, für Apex Legends kann man fast keine positiven Worte mehr finden. Als leidenschaftlicher Streamer, YouTuber, Gamer, wie viele von euch da draußen, gerade als Telekom-Kunden, macht es einfach keinen Spaß mehr, Apex Legends zu zocken, weil wir ständig mit Packet-Loss-Problemen zu kämpfen haben. Und weder die Telekom und noch EA oder Respawn machen irgendetwas dagegen, was ich bis heute nicht verstehen kann. Und dass da 33% sagen, ich habe keinen Bock mehr, oder 9% das vielleicht nur mit 2 oder 19% mit 3 Sternen bewerten, das ist schon sehr, sehr hoch, und 31% für 4 Sterne und gerade mal 8% sagen, yo, Season 16 ist der absolute Hammer. Klar, die Änderungen in Season 16 sind allesamt echt nicht schlecht gewesen. Es braucht nicht immer eine neue Waffe, es braucht nicht immer eine neue Legende oder. Es muss stabil laufen, und das ist gerade die größte Baustelle. Das Matchmaking ist eine Riesenbaustelle, und das sind Baustellen, die nicht erst seit ein paar Monaten so sind, sondern schon viele, viele Jahre. Also bitte die Hoffnung an Apex, Respawn, EA und wie sie alle heißen und wer da alles mitarbeitet, und wer weiß, wie viele von Respawn noch kündigen werden, weil sie auch keinen Bock mehr haben, was ich auch verstehen kann. Aber ich hoffe, dass dieses dritte Entwicklerstudio endlich auf die Kacke haut und hier endlich mal die Probleme anpackt, sie beseitigt und wir alle endlich wieder zufrieden und glücklich Apex Legends zocken können, ohne irgendwelche Probleme. Das wäre ein Traum, und das ist das Wichtigste zurzeit, die Probleme anzupacken. Und ich glaube, dass viele
auf meiner Seite stehen, wenn es heißt, wir brauchen jetzt erstmal keinen neuen Scheiß, wir brauchen ein stabiles Spiel. Und das alleine bringt mehr Spielspaß als eine neue Map oder 20.000 neue Legenden, 80 neue Waffen und so weiter und so fort. Das Spiel muss passen. Das ist scheißegal, was für gute Sachen du ins Spiel wie Team Deathmatch implementierst. Das kann alles noch so geil sein. Wenn das Spiel nicht läuft, bringen mir geile Modi nichts. Punkt. Und ich denke, die meisten von euch werden da bei mir sein, wenn ich das sage. Ich bin auf eure Kommentare wie immer gespannt, verbleibe mit freundlichen Grüßen und hoffe, dass ich euch in den nächsten Tagen und Wochen wieder ordentlich mit Apex Legends Content versorgen kann. Das war's von mir, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.